Shining, ich habe mal mein Inventar hier in den Sprachchat, Schreibchat geschickt. Ja, wie jetzt? Ja, zuallererst grüße ich jetzt erstmal alle, die hier gerade live dabei sind, sowohl im Chat als auch hier, die generell gerade mitspielen. Ich gehe auch mal im Live. Hallo? Hallo, wer ist denn jetzt gerade noch alles gejoint? Ach, Samael, ich kenne dich, glaube ich, von gestern. Im Übrigen, für die, die das Spiel nicht kennen, erkläre ich jetzt einmal ganz kurz, das ist so gesehen Escapist, nur dass wir komplett die ganze Mannschaft dort in, darstellen, sowohl die Wächter als auch die Gefangenen. Die Gefangenen haben den Job, natürlich auszubrechen. Die haben verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel können sie einfach durch den Haupteingang gehen. Dafür brauchen sie aber spezielle Schlüssel. Sie können sich durch eine Wand sprengen. Oder es gibt dann noch so spezielle Sachen, worüber man fliegen kann. Zum Beispiel, da wo wir jetzt gerade sind, gibt es einen Helikopter. Das sind so die Möglichkeiten. Das unterscheidet sich aber von, je vom Map. Und im Gegensatz zum ersten Prison Life ist das hier so Third Person. Wir sehen also so, wie der Charakter sehen würde. Und ja, es gibt auch noch zusätzliche Rollen, also zumindest eine bisher, sie haben noch weitere in Planung. Es gibt jetzt einen Traitor-Wächter, der mischt sich unter die Wächter, arbeitet aber eigentlich für die Gefangenen. Und zusätzlich, das ist auch richtig nice, man kann jetzt mittlerweile einstellen, wie viel es von was gibt. Also der Host kann das einstellen, ich habe schon zum Glück schon mal ein paar Voreinstellungen gemacht. Mann, was willst du, Groß? Ich hab einen Hammer! Nein, ich ignoriere dich nicht. Ich bin gerade am Einstellungen machen. Warum? Du hast mir geschrieben? Hallo, Flora. Und ja, die haben halt auch noch vor, einen Map-Editor zu machen. Also, dass es demnächst Community-Maps geben könnte. Mann, warum verprügelt ihr mich beide die ganze Zeit? Du hast mich zuerst geboxt. Stehen, Anleitung. Ihr seht alle gleich aus. Ich darf nicht verprügeln, Ghosty. Ich sehe nicht gleich aus. Ich habe die Gasmaske. Das ist ja First Person diesmal. Habe ich die Persons verwechselt? Oh, Entschuldigung. Was sagst du eigentlich zu meinem komischen Strauß? Der wackelt ganz schön. Der hat die Moves. Was hältst du von meiner Hyäne? Ja, anscheinend mag also mein Strauß hat die Moves. Ah, ich muss ihn noch. Ich hätte auch noch ein Schweinchen. Ich hab das Bier kaputt gemacht, es ist abgestürzt. Yay. Warum funktioniert das bei dir nicht so wirklich? Bei uns funktioniert das einwandfrei. Ich bin die ganze Zeit rein und raus getappt, das mochte das Spiel anscheinend nicht. Ein Headpad an Ash, ich bin sofort bei euch im Chat, ich muss noch einstellen. Ja. Bitte hört auf, mich zu verprügeln, ich bin eh am Einstellen gerade. Ich hab hier den Aimbot aktiv. Naja. So, ein Bild fehlt noch. Ich hab einen Stein abgefeuert, weil man das Ding halten muss. Bevor man überhaupt einen Stein abschießt, ich hab immer nur drüber geklickt. Das ist übrigens... einmal kurz halten. Das ist übrigens ein neues Feature, dass man sowohl die Wachen als auch die Gefangenen betäuben kann. Also, dass man die verkloppen kann, beziehungsweise abschießen. Okay. Und für das Verhaften ist auch nicht mehr instant, man muss gedrückt halten. Mhm. Was ich wesentlich besser finde. Im Übrigen, was Schusswaffen angeht, haben die Wächter eine wesentlich besser. Sie haben einen Taser, der ist One-Shot. Da liegt man instant. Au. Also sie haben irre viel hinzugefügt. Es gibt jetzt auch einen Ingame-Händler. So, jetzt habe ich erstmal alle Bilder. Robocop. Und noch ganz wichtig, die gleich bei den Wächtern sind, auch der Wächter-Traitor, die gehen dann in den anderen Chat. Ich habe extra zwei Sprachlobbys für so etwas gemacht. Wir sind hier, glaube ich, bei den Gefangenen gerade, ne? Wie gesagt, der Wächter-Traitor, also der Wachmann, der für die Gefangenen arbeitet, der muss versuchen, nicht aufzufallen. Wir haben eine spezielle Waffe, das ist so ein Disguise-Entferner. Damit können wir die enttarnen. Ich weiß aber nicht, was passiert, wenn man einen Pfeil schnappschießt. Also da muss man wirklich auf Glücksgefühl raten. Außer man, er war auffällig. Ich weiß auch nicht wirklich, wie der Wächter-Traitor im ganz genauen Funktionieren wieder hilft. Ach, und auch etwas, was man, glaube ich, beim vorherigen Spiel nicht hatte. Zumindest konnte ich das beim Playtest von dem Spiel sehen, der im Dezember rauskam. Man kann auf M jetzt auch eine Karte haben von der ganzen Map. Oh, das ist ja nice. Also das hatte ich zumindest beim Playtest. Ich weiß nicht, ob sie es beim Hauptspiel wieder rausgenommen haben. Warum nicht einen Samuel auf dem Boden? Weil die Wahlleichen hier rumliegen, weil wir uns die ganze Zeit zu Tode prügeln. So, es fehlt jetzt keiner. Wollen wir dann so langsam starten? Ja, ich war halt müde und der Boden war gemütlich. Aua. Ja, meine Steine fliegen durch dich durch, Blue. Blue cheated. Blue cheated nicht.
Warum sieht der eigentlich aus wie ein Simpson? So, die Lobby startet! Sie sehen alle so aus. Echt? Der ist weiß. Ja. Was gelb? Ja, mal Wächter. Oh ja. Yeah, Wächter. Ach, jetzt sieht jeder, wer was ist. Ja, Wächter. Ich geh dann schon mal rüber. So. Ich habe 3 Wächterkollegen und einer von euch ist ein mieser Verräter. Ich hab einen Schlagstock. Ja, den haben wir alle als Wächter. Ich hab gesagt, dass ich der bin. Also, wir haben so Tagesaufgaben, damit holen wir uns ein bisschen Geld. Mit Tee habt ihr einen Shop, das habt ihr aber, glaube ich, im Tutorial gesehen. Ja, und vielleicht sieht man auch die Untersuchungen. So, los geht's, Angriff! Also wir können übrigens Leute nur verhaften, ich glaube, das wissen die Neuen noch gar nicht, wenn die auch was Illegales gemacht haben. Ja, man hat die Karte übrigens, ich habe nochmal gerade geprüft, wenn ihr M drückt, habt ihr eine Karte. Kriegen von mir einfach ein Kilo Koks unter das Bett geschoben. Also ich habe das Gefühl, Gusti ist der Verräter. Was? Ich habe gerade einen Häftling verprügelt und eingesperrt. Hast du ihn einfach so verprügelt? Nicht einfach. Nee, der Metalldetektor hat geprügelt. Das hat er was Illegales bei sich, also durfte ich ihn verprügeln. Ach ja, der reagiert auch wirklich nur bei Metall, ne? Gib was ab. Ah, das ist natürlich gut zu wissen. Also habe ich dann erstmal Silber verprügelt. Ist doch alles richtig so. Ja. So, ich spare auf eine ferngesteuerte Kamera, Leute. Okay. Komm her, du Lumpi! Komm her! Also komm her! Komm her, du Lump! Ich müsste mir erst die Nacktbilder da drin angucken. Ich meine die Babybilder von Ashy. Nur mal so, wenn man einen Wächter verprügelt, ist man instant auf der Wächterliste. Okay, das ist gut zu wissen. Irgendjemand hat mich gerade verprügelt. Ey, wir kriegen Geld dafür, sie einzusperren und sie sind 30 Sekunden dann inhaftiert. Wo sind sie? Wie viel Geld ich habe dafür aber auch den Tag lang gemacht, dafür, dass man ein bisschen länger inhaftiert ist, ne? Geräuschdetektor, Achso, die Kamera ist doch zu teuer. Ja, der Verräterscanner kostet 40. Mal eine unten bei der. Also unten bei den Besucherräumen, also bei Visitations, haben die auch einen Händler. Da können die Quests machen, da können die auch sich so gesehen Sachen erkaufen. Ich durchsuch mal die. Akaya ist der Verräter! Ihr könnt mal. Ist Akaya schon rübergegangen? Akaya, nee, Akaya, du kannst rübergehen, du warst der Verräter. Wir wissen es. Ihr könnt mal Akaya da verprügeln. Okay, Gusti, du warst mal nicht der Böse. Danke. Wir haben den Verräter instant gefunden. Ja, ich irre hier noch rum. Das ist ja eine riesige Map mittlerweile. Ich kann nicht unerwünschte Spieler niederschlagen, stand bei mir. Alter, Akaya ist ja instant aufgeflogen. Das war fürs Durchsuchen auch noch. Im Übrigen, oben rechts seht ihr so die Tageszeit. Also wenn die Uhr einmal abgelaufen ist, ist ein Tag rum. Wie viel Geld habt ihr? 33. Ich spare halt auf eine Kamera, die will ich so in Nähe Eingang ausstellen. Einfach. Oh, jetzt! Erstmal Leute einsperren, weil die draußen sind bei Nacht, die kann man instant einsperren. Ich hoffe, die erklären den Neuen auch das Spiel, ne? Obwohl, warte mal, ich glaube, kann es sein, dass... Ich das Spiel erklären? Oh Gottes Willen, warum war keiner von denen, die das Spiel schon kannten, bei denen drüben? Ja, gute Frage! Naja, jetzt kann Akaya ihnen das Spiel erklären. Komm her, du Lump! Blut, den kriegen wir! Hau ihm einfach eine runter! Ich hab dich einfach mal weiter hinterherlaufen lassen, um meine Aufgaben zu erledigen, ne? Komm her, du Lump! Ich hau dich! Blut, ich vertraue auf dich, du schaffst das schon! Ich bin zu doof dafür. Warte, ich komm hinterher. Er liegt hier. Und wieder ein erfolgreich wurde ein mysteriöser Typ liquidiert. Reparier die Metall. Genau, liquidiert, nicht niedergeknüppelt. War das nicht so ein Fachwort für ausgeschaltet? Oh nö, nee, Kabel verbinden meine große Schwachstelle. Okay, ich hab ne Kamera. Wir haben ja, nice. Wir haben eine leere Zelle, meine Leute. Ey! So, ich stell dann mal ne Kamera auf. Ich erkunde mal die Karte ein bisschen.
Ich habe mich hinter dem Pfosten festgehangen. Hier ist übrigens jemand. Samael rennt hier, glaube ich. Ja, Samael ist es. Ich habe die Kamera falsch verstanden. Wieso? Ich habe sie in die falsche Richtung aufgestellt. Wunderbar. Hinter dir ist er gerannt. Was? Wo denn? Ich kann irgendwie nicht auf die Kamera zugreifen. Vielleicht, weil ich in der Nähe stehe? Komm zurück. Also mir wird die Kamera angezeigt, aber ich kann nicht drauf zugreifen. Ja, ich auch nicht. Habe ich die Kacke hingestellt? Hallo Niki, worum geht's in dem Game? Gefangene verprügeln und sie zurück in die Zelle stecken. Und andersrum. Je nachdem, wer man ist. Wie sich das anhört. Danke für deinen Lurk, Ruffy. Wir nehmen die Leute. Es gibt jetzt auch. Im Gegensatz zum ersten gibt es da jetzt auch eine Traitor-Rolle, aber die Traitor-Rolle ist irgendwie ganz schnell aufgeflogen. Ich weiß ganz gar nicht, wieso er aufgeflogen ist. Was hat ich, keine Ahnung, der war bei mir schon der Bösewicht. Der hat irgendwas Illegales offenbar gemacht. Achso, ich glaube, das kann sein, weil ich seinen Schrank. Der hatte, glaube ich, trotzdem einen Schrank. Den habe ich durchsucht gehabt. Warte mal, er hat einen Schrank gehabt? Ich bin der Meinung, der hat den roten Schrank, ja. Da steht immer Name drüber über den Schränken. Ich hab was getrunken. Achso, guten Durst. Da drin, ich muss Müll rausbringen. Hat keiner gesehen. Dieses Kiff-Ticker zu gewinnen! Ey, ich war sogar ich glaube an dich. Dafür. Ja, das kenne ich aber auch. Ich gehe mal deren Schränke durchsuchen. Die haben doch bestimmt was Illegales bei sich. Ich glaube, ich hole mir mal den. Ihr müsst übrigens über den Aufzug nach oben und unten. Der ist in den blauen Räumen. Wir können jetzt auch die damit ihr da Bescheid Kamera wisst. Benutzen. Zumindest konnte ich da gerade rein. Mit welcher Taste? Y. Jetzt auf einmal. Nee. Ey, renn hier nicht weg! Er hat was! Mit Z! Der Ritter fährt dir vorbei und du bleibst da stehen! Mit Z geht ihr in die Kamera! Na gut, sie ist nicht komplett useless! Nur ein bisschen. Ist halt englische Tastatur in dem Fall. Okay, Samuel hat nichts Illegales bei sich drin. Und die Silbe auch nicht. Ey, er ist wieder aufgestanden! Hier rennen sie alle rum! Wo? Akaya wurde wieder in Haft gesteckt. Ja, das war ich. Ich verprügel sie und steck sie in Haft, so wie ich es angekündigt habe. Oh, man kann bei den Getränkeautomaten sich was kaufen. Ja, ich habe da Wasser getrunken. Ja, Sprint nun Ende! Warum zum Teufel ist die Dusche an? Die Dusche ist an? Ich gehe mal unten gucken, ne? Beziehungsweise oben, über den Aufzug. Der ist in den Offices zu finden, wenn ihr den sucht. Ich wollte gerade sagen, ich weiß noch nicht mal, wo die Aufzüge sind. Hi. Office. Hi. Ich habe mir da was Neues geholt. Die haben sich noch nicht rausgegraben. Haben wir gerade beide auf ihn geschossen? Ja, wir haben auf ihn geschossen. Jetzt ist der Taser leider schon wieder weg. Auf dem Dach habe ich jetzt auch keinen erwischt. Was habt ihr? Ja, ich musste zweimal auf ihn schießen. Cool, habe ich auch. Meint ihr, das ist so ausgeglichen, wie es wir gerade haben? Drei Wächter und vier Gefangene? Ich mag den Taser. Der ist schön, ne? Ja. Ach, fuck, ich hab grad. Ich bin nicht durch. Ich kann ihn mir aber noch nicht wieder leihen. Kosi, wir machen ihn gerade zusammen. Ich kann ihn nicht durchsuchen, ich kann ihn durchsuchen. Ja, ich hab auch keinen und der hat ja scheinbar nichts Illegales bei sich. Officer Blue, haben Sie was Illegales bemerkt? Nein, ich habe keine Durchsuchung mehr. Nein, aber er hatte auch nichts Illegales, eine Durchsuchung. Aua, er hat mich umgeboxt! Er hat mich umgeboxt, Leute! Auf ihn! Holt die Ich habe das Gefühl, wir sind gerade megamäßig am Verlieren. Hab ihn! Jetzt sind wir beide hier drin. Das Schöne ist, hat ihnen einer erzählt, dass sie alles verlieren, wenn sie erwischt werden? Ich glaub nicht. Also Akaya ist ja jetzt drüben. Er kann's erklären. Wir haben. Er ist hier einfach hoch und ich kann nicht hinterher. Ach ja, es gibt jetzt auch einen Bereich oben. Dann komm ich mal raus. Ich weiß doch nicht, achso, hier war ja irgendwo. Wo ist denn der scheiß Fahrstuhl? Wie gesagt, im Office ist er zu finden. Einmal auf der rechten Seite auf jeden Fall. Und ich meine der ganz links. Oh, nicht schon wieder. Warum kriege ich eigentlich immer diese scheiß Tischkicker? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Die wissen, dass du das Spiel magst.
Es ist absolut bescheiden. Ey, dafür muss ich mich die ganze Zeit um die Blumen kümmern. Ja, die sterben sonst. Auch alle. Das ist jetzt das Hallo, Blue. Hi. So, wo sind die Verbrecher? Die sind irgendwo im Untergrund verschwunden. Im Untergrund? Da ist das Office, okay. Ja, also, er war auf jeden Fall weg. Also, ja. Silber ist beim Office! Silber war beim Office! Luft Silber hinterher und. Du entkommst mir nicht, Kollege! Hier ist er! Nein, ich bin gegen die Wand gelaufen! Nein! Shit! Komm her! Ich hab leider nicht mehr bekommen! Ich kriege an der Bildtonne fest. Warum nutze ich nicht den Kaffee, wenn ich ihn habe? Ja, dachte ich mir auch gerade, ich habe noch einen Kaffee in der Tasche. Warum ist die eine Dusche an, Leute? Also folgt man noch alle Duschen an. Wo bin ich denn jetzt? Ach, ich bin im Besucherraum. Ich will doch zum Besucherraum. Beim Besucherraum können die sich jetzt Sachen kaufen. Also die haben auch so gesehen eine Währung. Frag mich nur, wie sie die bekommen. Ich bin mal draußen. Ich guck mal, ob da draußen jemand rumstreunert. Reparier das Metalltopf. Oh, und wieder Tisch geht gar nicht wenig. Ich hab erstmal Akaya schlagen. Da ist auch okay. Ah, da ist wieder. Ich meine, 7 Tage oder so habe ich eingestellt. Also, wenn wir es schaffen, sie innerhalb dieser 7 Tage aufzuhalten, dass sie nicht entkommen können, dann haben wir gewonnen. Ich frag mich, was. Ich glaub, das kriegen wir hin. Ich glaube. Ich wüsste ja auch nicht, was ich tun soll, und ich habe das Spiel schon mal gespielt. Spielt bei euch die Steuerung auch so sehr, sag mal? Es geht. Bisschen schwammig. Bisschen sehr schwammig. Okay, er hat nichts Illegales bei sich. Ich glaube, hat dauert ein scheiß Bildton, weil ich einfach meine scheiß Figur nicht richtig bewegen konnte. Ja, das passiert mir nicht, aber ich erwische die Pfeile beim Laufen nicht, wenn ich irgendwo durch will. Und ich habe mich vorhin bei so einem. Samuel will's wissen. Und ich kann manchmal nicht anhalten, das ist ein bisschen bescheiden. Ey, ich hab mich nicht bewegt, lass mich. Also an der Steuerung müssen die definitiv nochmal was machen. Das ja, genau, an einem Detektor habe ich mich vorhin so ein bisschen festgebackt, weil ich dahinter die gelbe Säule gerannt bin. Nein, jetzt habe ich hab den Ghosty gemacht. Ich raus. Oh nein. Oh nein. Ja. Ich brauche einen einzigen Dollar noch, dann haben wir eine zweite Kamera. Okay. Die stelle ich bei den Gefängnisblöcken auf. Ich hab grad mein Geld. Oder nee, warte, die stell. Ich stell die Kamera oben auf. Ich hab einen Taser, Leute, ich hab einen Taser! Ich auch! Oh ja! Einmal Akaya tasern. Dem Verräter. Wir tasern einfach alle. Alle tasern. Achso, ich hab glaube ich schon wieder keine Durchsuchungen mehr. Das ist nicht schlimm, ich brauch gar keine. Ich rau die einfach um, wenn die mir entgegenkommen. Akaya wurde schon wieder in Haft gesteckt. Ja, das war ich. Er kam mir schon rot entgegen. Ja, der ist mir bei Nacht gegenüber gelaufen, aber ich habe ihn nicht gefangen gekriegt. Glaube ich. Ja, einer ist uns in der Zelle. Oh, Alter, Spiel! Ich möchte geradeaus laufen. Dankeschön. Ja, geradeaus laufen kann ich auch nicht. Bei mir klappt das einwandfrei. Dass sich jedes ja, du hast auch nicht getrunken. Nee, das mache ich erst nach der Schicht. Hier, Office. Wo ist denn hier der Fahrstuhl? Meintest du nicht im Office? Ach, da. Dieser hässliche Klotz mittendrin. Ja, von der Karte, du musst eigentlich nur gucken, die beiden Office, die so einen braunen Kasten in sich haben. Das ist der Aufzug. Oh, er war gar nicht rot. Ich hätte fast schon wieder draufgehauen. Aber er ist so verdächtig, der mir verpasst. Komm her, du Lump! Komm her! Ich sehe doch, dass du rot bist! Jetzt ist er rot! Der Silber steht, der ist rot! Komm her, du Lump! Komm her! Ja! Das größte Problem, was ich manchmal hab, ist, dass er irgendwie automatisch weiter geradeaus laufen will. Und ich halt nicht anhalten kann. Nachtaufgaben. Ich bin übrigens by the way mal im Keller. Ich krieg's nicht geschissen, ihn zu schlagen. Der Same steht hier. Ja! Okay. Ich hab den Lump! Akaya steht hier oben. Bei den Helis?
Nö, auf der Kugel. Auf der Kugel? Hä? Ach ja, man kann ja jetzt hüpfen. Welche Kugel? Wow. Oh! Komm her, du Lump! Komm hier! Ich komme, Lumpi! So, er ist nicht rot, also kann der Lumpige läuft! Ich muss kurz eine Aufgabe machen. Ich wollte da gerade schon mit dem Taser drauf schießen. Nein! Ich habe ihn schon zweimal mit dem Taser beschossen. So, ich kaufe mir eine Durchsuchung und einen weiteren Kaffee. Ja. Ich habe das Gefühl, er soll uns nur ablenken hier. Das Gefühl habe ich auch. Ich gehe mal oben gucken. Nein, ich habe meinen Taser verschossen. Ups. Ja, bin ich schon wieder. Siehst du, was ich meine? Ja, das habe ich die ganze Zeit schon. Im Übrigen, merken, wenn ihr euch eine Kamera kauft, der stellt sie in die Richtung auf, also entgegengesetzt, wo ihr hinguckt. Also die Kamera ist immer auf euch gerichtet, wenn ihr die setzt. Was ist das denn für ein ekelhaftes System, aber gut zu wissen. Ich geh mal auf den Dach gucken. Vielen Dank, MG. Danke für dein Follow. Dankeschön. Wieso können wir ihn da nicht verhaften? Der ist doch bei Nacht draußen. Weil er da oben steht. Er hat den Boden wahrscheinlich nicht berührt und wurde deswegen nicht als rot. Hab ihn! Decker hat offenbar gezählt. Nice. Er ist zu hoch gesprungen, selber schuld. So, ich wollte jetzt eine Kamera oben hinsetzen bei den Helis. Mach das. Ich setze sie sogar extra so ein bisschen versteckt. Ich finde es schön, wie ihr meint, dass ihr mich wieder einsperren wollt und jetzt sind wir in einem Team, ich mag es. Und es fällt noch ein Weg ein. Hast du das Tischkicken? Ha. So, ich habe die Kamera aufgestellt. Guck mal, man hat doch einen guten Blick hier oben, meint ihr nicht? Warte. Was die Kamera angeht, die zweite. Ja. Müssen wir nicht extra hochgehen dafür? Was passiert eigentlich, wenn ein Häftling uns aus? Die sind auf jeden Fall auf der Gesuchtliste und wir sind halt ausgenockt. Wir brauchen halt eine kurze Zeit, um wieder aufzustehen. Das ist deren Vorteil dann. Ah. Du hast alle Aufgaben erfüllt. Juhu! Wie teuer war eine Kamera? 35. Ich weiß aber nicht, ob man insgesamt nur zwei aufstellen kann. Sollte vielleicht auch mal Aufgaben machen, dann kann ich mir bald wieder einen Taser leisten. Geht ja begrenzt auf. Man kriegt auch ein bisschen Geld, wenn man sie einfängt. Ich weiß. Wer meinst du, wer die ganze Zeit niederknüppelt? Ich habe gerade den, der für den Handel zuständig ist, mit einem Ausbrecher verwechselt. Ich gehe mal kurz die Schenke kontrollieren. Jo. Wir müssen auf jeden Fall noch so einen Geräuschdetektor kaufen. Da rennt hier einer hinterher. Ups. Da will einer Stress, Blue. Ja, er hat mich abgelenkt. Oh, ich hab's geschafft. Wie auf einmal ein Silber vor mir. Er hat nichts Illegales. Hat einer von euch 35 für den Geräuschdetektor? Nein. Ich habe zwei. Ich hab 16. Ich habe gerade all mein Geld für Durchsuchungen ausgegeben. Stichlich. Also ja, die ersten paar Tage für die Gefangenen sind immer so Planungsphasen. Also da planen die erstmal, wie sie ausbrechen wollen. Für die, die ihr Spiel noch nicht kennen. Eher so in den letzten Tagen versucht man abzuhauen. Ja. Naja, so viele man Tage. Man muss ja einiges zusammentragen. Wo sind die ganz Gefangenen eigentlich? Einer steht vor mir und starrt mich böse an. Einfach böse starren. Komm, folgt mir hier rein. Kann nicht unerwünschte Spieler. Er ist mir ins Office gefolgt. Hat eben den Zaun wieder fit gemacht. Ah, die haben versucht, über den Zaun zu fliehen. Jo. Warte mal, ich geh mal außen rum und guck, ob noch irgendwas kaputt ist. Ich komme jetzt auf mein Leben klar, ne? Ja, mach das ruhig, alles gut. Ey, stell dir mal vor, du bist hier so ganz friedlich am Sammeln und auf einmal siehst du jemanden außen am Fenster stehen. Ich find's auch echt bescheiden, dass ich während ich laufe nicht die Karte öffnen kann. Okay.
Ich möchte die Karte dabei aufhaben. Ich muss doch sehen, wo ich hinlaufe. Ich habe ein Schild hier draus gefunden. Danger Prohibited Area Tower Officer. Ich geh mal den Keller kontrollieren, aber wahrscheinlich finde ich das. Ja, AK, ich wusste, er hat was in der Tasche. Der ist in. Da steht auch, wie viele immer in ihren Zellen sind, ne? Einer. Wo steht nicht? Ach ja, das ist auch noch ein nices Feature. Das habe ich, das habt ihr ja auch beim Tutorial gesehen, aber die Zuschauer nicht. Die Gefangenen kriegen jetzt mittlerweile auch eine Hintergrundgeschichte, warum sie überhaupt eingesperrt wurden. Ja. Das finde ich ganz lustig. Die Hobbits, die versuchen sich unten durchzubuddeln. Ich hab jemanden. Bei mir stand, ich wurde, bei mir im Tutorial stand, ich wurde wegen Influencing erwischt, weil ich irgendwas Unerlaubtes gemacht hatte. Die sind im Keller! Die laufen hier außen im Keller rum! Ich glaub, die wollen durchziehen. Okay, dann bist du. Haben sie den Zaun nur so aufgemacht. Das sollte eine Ablenkung sein. Ghost, wir kommen! Die wollen wahrscheinlich über den Raum da unten fliehen. Da gibt's zwei Türen. Ich weiß nicht mal, wo die Treppe nach unten ist. Wir waren auf jeden Fall gerade zwei Leute. Da ist einer! Aufzug, ne? Komm her, du Lump! Wir müssen auf jeden Fall uns zu den Türen stellen. Ich wollte eigentlich. Ich wollte doch eigentlich die Treppe. Ich hab den Aufzug gefunden. Ich komme. Wie gesagt, wenn ihr die Map öffnet, müsst ihr auf diese braunen Kästen achten in den Office und da sind die dann. So, ich hab mal eine Falle geholt, ne? Mach das. Ich hätte jetzt gern einen Taser. Die laufen hier unten rum, die Säcke. Der Taser ist ganz nice, wenn du die nicht erwischt bekommst. Ich glaube, der hat auch eine unendliche Reichweite. Taser ist super. Okay, ich lass dich mal hier unten allein, Shining. Ich mach mal kurz meine Aufgaben. Ja, dasselbe habe ich mir auch gerade gedacht. Geht ihr mal suchen. Ich patrouilliere hier. Wir wissen ja, wo sie ausbrechen wollen. Sind in ihren Zellen. Aber wahrscheinlich nicht alle, oder? Na, ich habe jetzt nur drei gesehen. So. Da unten ist gerade keiner. Ich kann ihn nach unten. Wir können ja gleich einmal durchtauschen. Ich will nicht schon wieder. Nein! Tag 5 von 7, Leute. Fertig gehabt. Wir haben es fast geschafft, Leute. Wir haben hier ein Gefängnis. Hab ein. Wäsche alle da. Hast du sehr gut gemacht. Er ist in mich reingelaufen. Ja, ich glaube, wir müssen bald. Wow, das war das einfachste Rätsel, was ich hatte. Ja, das sind ja einfach nur so Beschäftigungsaufgaben, damit man so ein bisschen Geld nebenbei verdienen kann. Es wäre schön, wenn ich nochmal einen inhaftieren kann. Ich hatte noch kein Rätsel. Wenn ich einen inhaftier bekomme, ne, dann kann ich den Geräuschdetektor kaufen. Ich musste gerade die Beteiligtoren reparieren und musste einfach nur gerade rüberziehen. Wie teuer war denn so ein Geräuschdetektor? 35. Genauso wie die Kameras. Ich stell mal unten eine Falle auf, würde ich behaupten. Die können ja auch einfach reinlaufen, um sie zu triggern und dann wieder wegrennen. Naja, die werden ja zumindest kurz festgehalten, oder nicht? Er kriegt direkt Angst, dass er wieder mit. Ja, aber wie schnell bist du unten? Ja, okay. Weißt du, wo sie viel mehr bringen, wenn sie auf der anderen Seite sind? Ich hab leider kein Geld um. Aber es ist schön, dass wir halt den Verräter unter uns wirklich instant enttarnt hatten. Das war sehr, sehr gut. Er ist rot! Ich hab den Namen nicht erkannt. Akaya! Hab ich ihn? Nein, er steht noch! Das war er falsch. Ist weg. Ich hab den falschen Insassen schon wieder geschlagen. Mann, aber das ist ein tolles Feature mit den Kloppen, ne? Ja. Ich liebe es. Oh, jetzt hat er es auch. Ich guck mal kurz Kamera. Okay, keiner ist oben. Ich habe schon wieder mein ganzes Geld ausgegeben. So, wo ist hier eigentlich der Lüftungsschacht? Da. So, ich habe hier mal beim Hauptausgang unter dem Lüftungsschacht mir die Falle gesetzt, falls sie darüber fliehen wollen. Für den Hauptausgang brauchen die übrigens so einen Zahlencode. Anders geht es nicht. Ja. Ah, ich erinnere mich. Die Geschichte. Ich guck mal, ob draußen alles heil ist. Ja, ich geh mal ganz nach draußen, gucken, wie die Wände aussehen. Ja, ist ganz gut. Ich patrouilliere so lange hier drin.
Im Übrigen. Zwei, drei rissige Stellen, da würde ich mal gucken. Im Übrigen, wie findet ihr die Laufgeschwindigkeit? Passt das so oder muss ich die ein bisschen höher stellen, beziehungsweise kleiner? Ich glaube, das passt so. Ich wünschte halt, das Spiel würde zielt auf sich klarkommen und mich nicht die ganze Zeit laufen lassen. Verdammt nochmal. Mittlerweile gar nichts von. Hier müssen wir nicht rein. Aber die, was machen die? Die müssen doch eigentlich mal so langsam versuchen auszubrechen. Ja, wir haben schon zwei Fluchtmöglichkeiten erkannt. Eine habe ich schon wieder zugemacht. Ich patrouilliere gerade einmal ganz kurz unten. Ja, ich habe sie auch einfach keine Ahnung, was sie tun sollen. Ja, sie haben ja Akaya zur Not bei sich. Also es war schade, dass der einzige aus dem Gegnerteam, der das Spiel kannte, erstmal bei uns war, aber ja. Jetzt ist er da. Es war aber auch so auffällig, Akaya hat einfach nichts mehr gesagt, nachdem er hier bei uns drin war. Das natürlich. Also das war halt schon wieder auffällig. Die müssen jetzt aber wirklich mal so langsam versuchen zu fliehen. Es reicht ja, wenn wir einen aufhalten. Ich dachte, wir sollen uns einfach auf einen konzentrieren, die anderen machen lassen. So, warte, ich kann den Geräuschdetektor kaufen. Was meint ihr, wo soll ich den hinsetzen? Ich würde sagen, stell dir mal den Keller, dass wir da eine Absicherung haben. Okay. Ich wette aber, dass mindestens einer von denen gleich schreit, dass wir campen würden. Na, ist egal, wir hören es zu sehen. Wir campen doch nicht. So, ich setze den so, dass der gerade so bei dem Ausgang funktioniert. So. Ich habe jetzt hier unten einen Geräuschdetektor hingestellt. Man sieht jetzt so neben dem Shop und so weiter eine Leiste, wenn da einer drin rumrennt. Also bei uns nicht, aber von denen halt. Wenn der anschlägt, dann rennt da gerade einer durch. Aber dieses leichte Anschlagen wie gerade ist in Ordnung, oder wie? Ja, das heißt einfach nur, dass der generell gerade aktiv ist. Ah, das ist gut zu wissen. Also wenn der ein bisschen in die Höhe schnellt, dann ist auf jeden Fall einer da unten und versucht da abzuhauen. Natürlich können die auch einfach an die andere Tür rennen. Habt ihr jetzt eigentlich noch die Möglichkeit, eine Kamera oder einen Geräuschdetektor zu kaufen? Unterirdische. Sie sind alle weg! Nein! Einfach alle weg! Ich bin gerade runter. Sollen wir wieder hoch? Ja. Oh nein! Was für ein Spiel? Nein! Ich hab sie alle zum Sieg geführt. Ja. Es war natürlich ich praktisch, dass die, die das Spiel noch nicht kannten, erstmal alle allein in eine Lobby sind. Hallo? Ich war auch. Ich bin gerade runter, um zu gucken, ob da alles gut ist, und sehe, wie du noch rauslaufst. Ja, dann siehst du da einfach den Gefängniszug. Ja, das war's mit dem heutigen Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und besucht natürlich auch die Kanäle der anderen. Tschüss!